Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus mit einem weiteren PvP-Gameplay aus Destiny. Heute bin ich mit meinem Klingentänzer unterwegs, also Jäger als Klingentänzer gab es schon länger nicht mehr. Denn ich habe mal aus einem exotischen Engramm Glück gehabt und die Tarantella gezogen. Gelevelt noch nicht, aber hier die Fähigkeit ist ja das Wichtigste. Arkusgranaten sowie Arkusklingen laden schneller auf. Ist doch ganz nett. Und dann spiele ich mal mit einem Automatikgewehr heute. Doktrin des Sterbens habe ich dabei. Denn wenn ich jetzt so meine PvP-Playlist mal durchschaue, wo ja mittlerweile schon 137 Videos drin sind, dann ist das wenigste, was da an Gameplay zu sehen ist, Automatikgewehr-Gameplay. Das meiste war alles so Handfeuerwaffen und ja, letzte Wort und Falkenmond so viel, dann die ganzen Impulsgewehre und ja, Automatikgewehre war früher mal viel mit der Suros und so, dann nochmal ein andere zwischendurch getestet. Aber sonst, wie gesagt, am wenigsten vertreten da das Automatikgewehr. Deswegen kann man da jetzt nochmal mit der Doktrin spielen, die ja auch keine schlechte Waffe ist. Also, ich habe sie ja schon einmal vorgestellt. Da war sie ja, habe ich ja gesagt, dass sie eigentlich ganz gut ist. Und deswegen haue ich sie jetzt hier auch mal raus. Hier auf der Map ein bisschen schwierig. Viele Positionen, wo man auch snipen könnte. Oder wo halt Waffen wie Mida oder so auf Entfernung besser sind. So, die bleiben alle da stehen und muss ich mich mal wieder hier alleine um B kümmern. Oh, da kommen sie schon von der Seite. Nicht so gut. Ich muss mal kurz hier weg. Erstens habe ich kein Leben und sollte da deswegen nicht an der Flagge stehen bleiben. Komm. Ja, sauber. Konnte ich den Typen hier wenigstens mit meiner Granate nochmal wegscheuchen, dass wir die Flagge einnehmen konnten. Zone A neutralisiert. Okay. Zone A ist sicher. Wir alle Zone, guck mal, der ist Level 2 oder so. Ist ja auch nett. Wir haben alle erobert. Warum denn so übertrieben, Leute? Finde ich gut. Muss aber nicht sein. C und B halten. Also bleibt mal weg von A. Okay, die Gegner sind bei A. Das ist okay. Ich könnte vielleicht mal von der Seite ein bisschen reinballern, ja. Okay. Oh, da ist noch einer drin. Der Mike hat mich weggesniped. Mit leerer Blick. Mit welcher Sniper denn sonst? Spielt doch eh nur das Ding. Oder Steel Piercer. Ich bleib bei Sniper, bleib ich lieber bei Kein Land außerhalb, denn die macht Spaß. Man hat mich schon wieder fast erwischt. Hinter uns. Assist? Oh Gott, ich verbrenne, glaube ich. Ja. Schade. Na, gegen Verbrennen kannst du nichts tun, ne? Was willst du machen? Du wirst angeschossen, verbrennst halt, kannst du ein bisschen rumlaufen, dann bist du trotzdem tot. Alter. Wo ist denn der hin? War der tot? Schon wieder von anderen? Zone C eingenommen. Nice Bubble. Wir haben Zone C neutralisiert. Okay. Zone A kurz mal Waffe nachladen. So, jetzt gehen wir weiter. Zone C ist sicher. Ach, wir hatten die nur neutralisiert nur. Jetzt habe ich die doch nicht mit eingenommen. Ha, habe ich wieder nicht aufgepasst. Siehst du, unaufmerksamer Spieler wird bestraft. Zu Recht. Schwere will ich aber. Achtung, da kommen Gegner. Schwere Munition verfügbar. Nimm doch. Digga, nimm die einfach. Da sind Gegner. Alter, ich nehme die jetzt. Ich hab da. Ich warte doch jetzt hier. Wenn keiner kommt und da Gegner sind, dann muss man die nehmen. Sorry. Zone A neutralisiert. Sniper auch noch da gewesen, ey. Aber oh, bei CC. Ihr beherrscht den Feind. Das ist übrigens das schwere MG. Oh, nice. Das schwere MG aus dem Eisenbanner. Womit ich noch keinen Kill gemacht habe. Heute. Naja.
Er hockt da einfach die ganze Zeit. Beweg dich bloß nicht. Ja, wir liegen aber vorne. Also von mir aus soll er den ganzen Tag da oben hocken und snipen, ey. Das ist Kontrolle, weißt du? Interessiert mich ein Scheiß. Geht um die Flaggen. Nein, da kriege ich auch noch die Chaos Faust ab. Oh, es macht so Spaß, Destiny in PvP heutzutage nicht. Zone C verloren. Zone C ist sicher. Nicht A holen. Zone A neutralisiert. Oh, siehst du, also Automatikgewehr braucht einfach so lange. Bis du da mal was killst, musst du so lange draufhalten. Hätte ich eine andere Waffe, dann hätte ich ein paar Headshots verpasst und dann wäre er tot gewesen, weißt du? Deswegen spiele ich auch nicht so gerne Automatikgewehre. Dann kann er noch zur Seite gehen und ist dann noch gerettet. Hätte ich mal eine No-Land, dann hätte er einen Headshot gekriegt. Dann wäre er tot. So, siehst du, mit der Pumpe ist er auch tot. Ein Automatikgewehr musst du so lange draufhalten. Schon wieder Sniper. Das war wahrscheinlich wieder der Mike, wieder vom Silo aus. Na, da kommt keiner. Feind ist 2A. Oh ja, liegen da Bubbles? Liegen hier Bubbles? Hier liegen Bubbles. Dankeschön. Oh, im Rutschen. Der war aber so gut wie tot. Muss man nur anhusten. Weg da. Ich will die Schmil zu schweren. Okay, gib mir mal hier Schwere. Ich nehme die auch sofort, weil... meins. So, jetzt laufen wir uns, jetzt laufen wir wieder hier hin und werden weggesniped von Mike. Ist er jetzt tot? Ne, ich habe keine Granate. Man, ich habe Tarantella an. Ich denke, meine Granaten laden sich schneller auf. Wo denn? Alter, dass die Waffe immer so aufbounced, wenn man von so einem Turm springt, ne? Eben zieht das Visier erstmal schön nach unten, weil man so aufbounced. Die sind tot. Noch fünf Minuten? Denke ich nicht. Ich denke nicht, dass es noch 5 Minuten sein werden. Du lügst. Ah, und dann auch noch einer. Drei waren da. Und noch der vierte auch noch. Zone B verloren. Schade. Schwere Munition versaut. Interessiert mich ein Scheiß. So. Gehen wir nach. Ach komm, wir gehen nach B. Sicher. Nein, lass mir den doch. Oh, guck mal, Chaos Faust weggemessert, ey. So, da liegen noch Bubbles. Die will ich haben. Hat der Blitzer keine gemacht? Schlechter Blitzer. Gegner bei A. Nee, hier auch. Zone B ist sicher. Alle Zonen unter Kontrolle. Der Sniper wahrscheinlich wieder einer hier. Er ist bei C. Da geht noch mit der Pumpe rauf. Ist nämlich angenehmer, um den von der Flagge wegzukriegen. Der Sieg ist ganz Sprunggranate und Automatikgewehr ist aber auch eine böse Kombination. Aber hier auf dieser Entfernung bin ich halt nicht so der Spieler mit Automatikgewehren. Es gibt welche, die gehen damit übelst ab, aber ich bin einfach nicht der Spielertyp. Das heißt ja nicht, dass die Waffe schlecht ist, das liegt ja einfach nur an mir selbst, dass ich so selten mit Automatikgewehren in Destiny spiele, dass ich da einfach kein Gefühl für habe mit den Dingern. Auch von den Laufwegen her und sowas, ne? Naja.
2,5 gespielt? Naja, kann man ja lassen. Waren ein paar bekloppte Aktionen dabei, aber das ist bei mir ja normal. Ja, wie gesagt, also Doktrin des Sterbens, immer noch eine gute Waffe, passt aber nicht wirklich zu mir. Ich weiß es nicht, oder? Ich muss ja einfach mal öfter spielen, um damit besser zu werden. Ich komme mir ab und zu ein bisschen blöd vor, da so Dauerfeuer zu geben mit so und dann nur 16 Headshot-Schaden zu machen oder sowas auf Entfernung, wo ich doch weiß, wenn ich einen Revolver nehme, wie früher der Falkenmond oder ein gutes Impulsgewehr, dass ich den mit ein paar Headshots wegmachen kann, weißt du? Und dann ballerst du da halt mit einem Automatikgewehr drauf. Er merkt, dass er angeschossen wird und versteckt sich einfach hinter einer Wand und kann sich wieder regenerieren. So. Und weil da halt auf dieser Entfernung, wo ich das vorhin gemacht habe, klar, ich war weit weg, für ein Automatikgewehr wahrscheinlich zu weit weg. Man muss damit halt einfach anders spielen, man muss damit einfach dichter an die Gegner ran. Aber da muss man halt ein bisschen Gewöhnung dran haben. Und dann kann man damit auf jeden Fall gut spielen. Also, wenn ihr gerne Automatikgewehre spielt und ihr habt da richtig Bock drauf, und dann nimmt Doktrin des Sterbens. Die ist echt nicht schlecht. Aber auf weitere Entfernung solltet ihr lieber bei einem Impulsgewehr bleiben oder, ja, in meinem Fall lieber kein Land außerhalb. Brauche ich nur einen Schuss. Weißt du, ein Schuss reicht. Dann kann er sich auch nicht mehr verstecken danach. Naja. Na gut, es war aber eine 2,5er KD hier. Ein paar Kills waren ja dabei, ne? Eroberung habe ich jetzt nicht so viel geholt. 15 Kills nur. Naja, egal. Na gut. Der erste hat 16 Kills, gerade mal ein Kill mehr. Und das ist für Kontrolle eigentlich sehr, 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 sehr schlecht. Früher war ich damit immer meistens über 20 bis 30 Kills. Naja, egal. Ich wünsche euch noch einen schönen, erholsamen Sonntag und sage wie immer danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Haut rein, bis dann. Ciao.